Kapitel 15. Oyster Bay, 26. September 1951. Ich konnte nicht schlafen. Es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcon, die Chinesen und Winchingatten sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt, von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich hab's bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Gefängnisstrafen. Leben in Angst. Und den Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaufen. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Tja, nachdem ja auch jetzt die Anfangszyklen vom Anfang des Spiels gesehen haben, wird mir jetzt wieder durch ein Telefon aufgeweckt und das ist jetzt auch das letzte Kapitel vom Hauptspiel jetzt, also nicht gesamt, aber vom Hauptspiel los. Ja, und da geht's weiter mit der Zwischensequenz. Ja, hallo? Wie du? Hier, Ali. Hör mal, du möchtest... Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein, aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag's nicht, wenn man ihn warten lässt. Na, bis dann, Vito. Oh, das klingt nicht gut. Das war ein Freizeitumzug. Ein schicken blauen. Ja, gucken, was mit so einer Artillerie. Da mal plus eine. Ja, draußen regnet es auch. Ist sehr schön. Mr. Skeletta, würden Sie bitte einsteigen? Hey, alter Mann, was machst du denn hier? Verflucht, steig schon ein. Los jetzt! Und Sie sind... Das ist unser Freund, Mr. Chu. Okay, also was läuft hier? Worum geht's? Es geht um dich, Vito. Du hast schwer Scheiße gebaut, oder? Hast einen scheiß Krieg angezettelt. Keine Ahnung, wovon du da redest. Arsch mich bloß nicht, Kleiner. Ich hab schon mehr von diesem Metier vergessen, als du je lernen wirst. Die Hälfte unserer Leute ist tot, die Hälfte von Mr. Chus Leuten ist tot und jetzt sitzt uns allen die Bundespolizei im Nacken. Alles deinetwegen. Leo, hör zu. Wäre ich nicht gewesen, wärst du schon längst mausetot. Deshalb fährst du jetzt die Ohren auf und hörst mir genau zu. Diese Chinatown-Sache, daran war doch nur dieser Schwanzlutscher Henry schuld, oder? Weißt du, für wen er gearbeitet hat, bevor er gestorben ist? Er wurde abgeschlachtet. Er hat für die Bundespolizei gearbeitet. Er war ein Scheißspitzel. Deshalb haben Mr. Chus Männer mit ihm abgerechnet. Deshalb ist die Bundespolizei jetzt hinter Carlo her. Aber ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich habe mich für dich stark gemacht. Du kriegst eine Chance zur Wiedergutmachung. Okay, lass hören. Tu uns einen Gefallen und erledige Carlo. Und wenn ich es nicht tue? Dann stirbst du. Frank und der Rest der Kommission wollen deinen Kopf. Mr. Chu übrigens auch. Vergiss nicht, dass du dich für einen Spitzel verbürgt hast. Glaubst du, Carlo lässt dir das durchgehen? Du kannst dein Testament machen. Wann? Sofort. Jede Minute, die wir warten, ist ein Geschenk für die Bullen. Er hat sich in seinem Observatorium verkochen. Womöglich ahnt er was. Man kann über Carlo sagen, was man will. Aber blöd ist er nicht. Okay. Lass mich aus. Denk dran, Kleiner. Das ist deine letzte Chance. Oh ja, sieht verdammt schlecht um uns aus. So. So, und da hoch. Um uns nochmal bei Giuseppe noch ein paar Monococktails. Und sorgen uns auch mal ein Auto. Weißt du? Wo setzt sie? Keine Angst, ich pass gut drauf auf. Muss jetzt nicht der tollste Sportwagen oder so sein. Wagen tut's auch. Das ist wie so das letzte Kapitel. Wenn wir schon beim letzten Kapitel sind. Und sehr interessanter Hintergrundwissen vom
ja als Open-World-Spiel gedacht, dass man sich auch nach der Story frei bewegen kann. Das ist hier auch nicht. Deswegen ist auch hier oben Bruski noch abgebildet. Das soll bei neueren, also die jetzt, wenn man die jetzt kauft, nicht mehr dabei sein. Weil da kann man zwar hingehen, aber bringt nichts, weil man kann da nicht hingehen, der hat keinen Job mehr. Gab nur einen, den haben wir am Anfang des Spiels gemacht, wenn wir von aus dem schwarzen Viertel des Autos stehen sollten, ja. Mehr gibt's da nicht. Von ihm. Naja, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Also überleg nur, ob ich jetzt mich auch noch Gesundheit auffüllen soll. Das wäre, glaube ich, am ratsamsten. Ha! Voll auf die Seite. Ich werde auch wieder diesen Part, also wieder in zwei Teile aufteilen. Aus dem Grund, weil ich dann auch noch den großen Showdown, glaube ich, mal etwas länger brauche. Und weil ich dann noch ein paar Sachen zeigen möchte im Hauptmenü und die Credits auslaufen lassen möchte. Aber jetzt habe ich es, ja, darum wird er jetzt auch in zwei Teile geteilt. Brauchst du ein paar Dietriche, Vito? Ah, ich hab noch welche. Ich bitte. Er möchte dir bestimmt sehr nützlich sein. Ah, kaufen wir uns noch die Waffen. Das Ding. Zu sagen, aber pass auf die Kraft. Ja, meine Frau nennt das Ding. Wie tu das Ding von mir runter? Genau. So, das regnet. Na toll. Immer muss so eine Scheiße hier ablaufen. Ja. Und unsere letzte Chance, ja. So, ich wollte jetzt mal Leben auftanken. So. Dann einfach mal hier die Bar. Vito, für dich nur das Beste. Naja, spart dir deinen Spendschlammer. Scheint ja nicht gut zu laufen, der Laden. Nur einer sitzt drinne. Komm mal wieder vorbei, Vito. Nee, danke. Wenn nur einer drin sitzt, ist mir zu wenig los. So, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Den machen wir jetzt auch. Ja, eigentlich wollte ich mir jetzt eine Handgranate besorgen, aber dafür ist der Weg jetzt einfach zu weit und würde es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn's Mann und Kopfkopf jetzt besorgt, die sind auch sehr effektiver als wie eine Handgranate, explodiert zwar. Dafür ist das Feuer etwas länger dran, wenn da einmal durchrennt. Das verwundet ihn schon. So. Und ich kann schon mal so viel verraten. Also, Joe wird sich gegen uns stellen. Ist so viel. Aber was danach kommt, das wird man sehen. Wie es mit Joe weitergeht.
jetzt im Spiel. Wenn ich mich zu irgendjemandem ins Auto reinsetze, das steigt nicht aus, wie es im Original ist. Und ich setze mich dann auf den Fahrersitz, sondern der fährt dann weiter. Das heißt, wir sind sozusagen der Beifahrer. Aber er fährt nicht nach dem Wegpunkt. Wir sind sozusagen blinder Passagier. Das werde ich aber auch nochmal in einem extra Video demonstrieren. Was auch unter Mafia 2 läuft, weil das halt noch dazu gehört. Weil ich da auch Movito spielen kann. Aber das werdet ihr im übernächsten Part sehen. Entschuldige, Süßer. Mach sie besser. Verzeihung. Adieu, dich, ja, ey. Okay. Ist auch der Punkt jetzt? Moment, so. Hey, Jungs. Hey, Rito. Der Boss will dich sehen. Gut, ich will ihn auch sehen. Einen Moment noch, Rito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Klar. Bedien dich. Thank you.
Karten. Ja, ich darf hier von vorne anfangen, ja, ist klar. Ja, vor allen Dingen Karten, Moment da. Karten, Moment da, wo ich nachladen muss. Thank you.
kommt einer. Sagen und die Macht ist mit